Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Lernzyklus über die Einführung in die Prozentrechnung. Wir werden jetzt gemeinsam ein Beispiel erarbeiten und nochmal wiederholen, was du im letzten Video gelernt hast. Los geht's! Heute ist es unser Ziel, 32% von 80 zu berechnen. Das heißt, eigentlich wollen wir 32 Hundertstel von 80 herausfinden. Denn Prozente sind ja Hundertstel. Zwei Möglichkeiten werden wir uns dazu anschauen. Zuerst ohne Formel und dann mit Formel. Okay, 32 Hundertstel von 80. Das heißt, als erstes müssen wir mal 80 in 100 Teile teilen und uns überlegen, wie groß einer dieser Teile wäre. Das heißt, wir berechnen ein Hundertstel von 80. Okay, 80 in 100 Teile teilen, klar, das heißt, wir müssen 80 durch 100 dividieren. Kommaverschiebung um zwei Stellen nach links und schon haben wir unser Ergebnis gefunden. Das ist nämlich 0,8. Dass du es nicht vergisst, ich kann 80 Hundertstel auch als 80 durch 100 schreiben und andersrum. Perfekt, jetzt wissen wir, wie groß ein Teil ist. Wir wollen ja aber 32 Teile, also 32 Hundertstel von 80. Das heißt, wir müssen jetzt diesen einen Teil, also 0,8, mal 32 rechnen. Denn genau so viel Prozente wollen wir letztlich haben. Machen wir das schnell. 3 mal 8, das ergibt 24. 2 merken wir uns. 3 mal 0 ist 0 plus 2 ist 2. 2 mal 8 ist 16. Perfekt. Wir addieren die beiden Zeilen. Das heißt, wir halten 6, 5 und 2. Da wir hier eine Kommastelle haben, müssen wir auch beim Ergebnis eine Kommastelle berücksichtigen. Somit ist 0,8 mal 32 25,6. Das heißt, 32% von 80 ist 25,6. Über diese beiden Schritte haben wir das super gut herausgefunden. Jetzt wollen wir das Ganze aber auch noch mit der Formel ausprobieren. Das heißt, wir wollen den Prozentwert berechnen, indem wir analog zu oben 32 Hundertstel mal 80 rechnen. Das von dürfen wir ja als mal übersetzen, wie wir aus dem letzten Video schon wissen. Vielleicht noch mal kurz zum Vergleich. Die allgemeine Formel ist ja W ist P Hundertstel mal G, also Prozentsatz durch 100 mal Grundwert. Ich kastelle sie nochmal ein, die sind nämlich wichtig, falls du sie noch nicht so gut kannst. Berechnen wir das jetzt. W ist 32 Hundertstel mal 80 in unserem Fall. Erinnere dich, 32 mal 80 durch 100 kann ich stattdessen auch schreiben. Du weißt auch, dass wir 80 und 32 ohne Probleme vertauschen können und dasselbe Ergebnis kommt heraus. Und dann können wir 32 wieder extra neben dem Bruch schreiben. Und was sehen wir dann? 0,8 mal 32, ja, das ist ja dasselbe, was wir da herüben schon gerechnet haben. Das ist 25,6. Das heißt, auch so erhalten wir dasselbe Ergebnis wie drüben. Aber Achtung, du musst natürlich nicht immer bei der Formel das so umständlich umformen. Ich habe dir jetzt nur gezeigt, dass die Formel eigentlich genau dasselbe macht, was wir vorher auch intuitiv drüben gerechnet haben. Würde ich jetzt tatsächlich einfach stur in diese Formel einsetzen, würde ich das wie folgt machen. Wir setzen ein, unser Prozentsatz ist 32, der Grundwert 80 und dann berechnen wir 32 durch 100 durch Kommaverschiebung. Ist das 0,32 und 0,32 mal 80? Am besten rechnen wir das einfach mit einer Nebenrechnung.
8 mal 2 ist 16, 8 mal 3 ist 24, plus 1 ist 25. Die Nuller ergänzt sich hinten. Zwei Kommastellen, also machen wir auch hier das Komma. Und wir sehen, auch so kommt mit der Formel 25,6 heraus. Alles klar? Was wir jetzt aber schon deutlich sehen, mit der Formel haben wir viel weniger Rechenaufwand, als wenn wir das Ganze intuitiv machen. Aber es kommt genau dasselbe heraus. Und im Endeffekt tut die Formel dasselbe wie das, was wir drüben gemacht haben. Es ist wichtig, dass du einen Rechenweg gut verstehst und damit klarkommst. Übe vielleicht am Anfang noch beide. Dann wirst du immer sicherer. Denn im nächsten Video bist du dann gleich selbst an der Reihe. Tschüss und bis dann!